So. Stimmt, das war ja dieses. So. Na? Muss ich ja mit diesem Zünder da rein. Ach, meine Güte. Das Ziel muss ich erst noch mal lernen. Stimmt, ich muss da reinfliegen. Und dann mit diesem Zündkabel hier anzünden. Das Problem ist halt jetzt nur, dass das Ding sich jetzt auch noch bewegt. Das kann eine Weile dauern. So, na? Angezündet, gut. Und? Na? Gut, 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 gut. Das klappt doch. Wunderbärchen. Habe ich gerade echt Wunderbärchen gesagt? Ach Gott. Langsam wundert mich gar nichts mehr. Ich werde alt. Na? Ach, schade. So, ein bisschen runter. Und. Oh, meilenweit daneben. Ich gehe immer davon aus, dass sich das Ding noch schneller dreht als eigentlich vorhergesehen. Jetzt aber, ne? Auch nicht. Ach du liebe Zeit, ist das hier ein Geplümmel. Nur mal den Zünder von da hinten anzuschalten. Boah. Das Ding rotiert auch hin, dahin, wo es nicht soll. So, komm ich da noch dran? Ist nicht nah genug. Ah, aber du kommst mir jetzt gut nah. Na? Aha. Es hat gereicht. So, mal gucken, wie drehst du dich? Du drehst dich. So? Hat's gereicht? Oh, warum hat er nicht sich gezündet? Hallo? Na also, gut. Wer fehlt mir denn jetzt noch? Der eine da unten, oder? Mal schauen. Und? Ah, halt, 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 der noch. Und? Reicht's, reicht's? Ach, Manno. Ah, das ist immer ein Gebastel hier. Jetzt aber. Manu, ich will da rein. Was für eine Arbeit, zu der Alten zu kommen. Jetzt aber. So. Na, habe ich jetzt alles geschafft? Brennt alles? Scheint so. What the fuck? Titten. You. You're human? I was once. I was brought here countless generations ago, harvested like so many others. Like you, I resisted, fought the keepers of the sphere all the way to this very chamber. The sphere recognized that I was exceptional. It had grown old, tired, and had offered me a deal. My people would be spared if you took over. Yes. To become immortal or to perish. I made the obvious choice. As you will now. Nicht wirklich. Okay. Gut. Zum Glück weiß ich ja, was ich hier machen muss. So. Zumindest glaube ich noch, das zu wissen. So. Okay. Da, da, da. Gut. Das erklärt jetzt auch wenigstens, warum sie unsere Sprache kennt und von den Geisterkräften weiß. So, Ist sie denn? Bist du denn? Da ist er.
Hab ich jetzt noch irgendwo was übersehen? Lass mich mal gucken. Lass mich mal nachdenken. Ich glaube nicht. Haha, ich sehe dich. Ja genau, Schraubenschlüssel. Das bringt's mir. Ich rüste dich. So. Ups. Ja, jetzt ist sie schon wieder verletzlich. Hallo. Also immer schön vorher mit den Geisterkräften draufhalten, dann kann man da auch mal gleich ballern. Was allerdings mit der Zeit auch nicht mehr so gut klappt, weil uns ständig die Gegner nerven. Na, lass mal kurz Energie saugen. Hä? Der hat mich schon wieder umgebracht. Hallo? Den geht's doch so gut. Mir spinnt doch. Instant Killer. Ich will doch nur. Was ich will. Unwichtig, hä? Wow, 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 wow. Lauf hier mal nicht Amok. Lauf bloß nicht Amok hier. Okay, irgendwie sterbe ich heute öfters als sonst, kann das sein? Naja, gut. Ist ja bald Ende vom Spiel. Na, da, 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 da. Gegner. Gut. Okay. Wieder das altbewährte Spiel. Na, 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 Talon, mach keinen Scheiß. Oh Mann. Mein Falke. What the hell do you want with me? I see in you what the Spear saw in me so long ago. The spirit of the warrior. It is that strength that makes you the perfect being to replace me. I didn't come here to replace you. I came here to destroy you. Do not waste your time with futile attempts to harm me. Your choice now is clear. Immortality or oblivion. So be it. Ich gehe schon mal in Deckung. You die. Okay. Okay, komm mal her. Aha, du hast kein Schild mehr. Ups. Lalalalala. Ignoriere den kleinen armen Indianer, der hier rumrennt. Ich tu dir nichts und du tust mir nichts. Und andererseits... So, stirb Monster. Oh oh. Die will was von mir, die Alte. Wird ja ekelhaft. Ah, wo ist der Knopf? Hier ist der Knopf. So, komm her, komm her. Komm. Suchst du Stress? Suchst du Stress? Komm her. Ich habe keine Angst vor dir. Naja, gut. Das war genug. Wow, 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 wow. Na, ein bisschen auf mich aufmerksam machen. Ich bin hier. Hallo. Bist du's bald? So, jetzt aber. Jetzt ist Zappenduster hier. Ah, noch eine Ladung, noch eine Ladung. Das packe ich doch noch. Ich will sie ungern sterben. So, ich kotze dich voll. Angekotzt! Couldn't let you go on like this. Destroying entire civilizations. It had to end. The Spear is a civilization. Bald nicht mehr. A living thing. To destroy
be no less a crime. A bear. The sphere is a parasite. It must be destroyed. Listen to me, Demasi Tudi. My time in this world is finished. But once I'm gone, you must bond with the sphere in my place. No. Nein, 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 nein. Oh, oh. Wozu? Weiß? Überall weiß? Oh nein. Oh, verdammt. Ich will hier nicht sein. Oh, oh. Ich will hier raus. Hear my voice, Demasi. Such power is an illusion, my grandson. It comes with a terrible price. Listen to your heart. You know what must be done. Yes, Inisi. I must. Was muss ich denn? Oh, schönes Fadenkreuz. Hallo, Erde. Ja, das sieht auch schön aus. Junge. Doch nicht lieber der Mond? Amokläufer. Das willst du nicht wirklich, oder? Mach keinen Scheiß. Das Ding ist warm, das gibt Sonnenbrand. Ich habe ihn dreimal gewarnt. Ich bin tot. Yay. I am the chaser. Grandfather. Yay. Am I? No, grandson. It is not yet your time. The sphere? The dark ones? Destroyed. Consumed by the fires of the sun. The land of the ancients is restored. Your name will forever be held sacred here. And in the hearts of all Cherokee. The Aniwudi will never forget what you have done. And there is one who wishes to thank you above all. Jen. Hey! Hello, Tommy. Jen, I'm so sorry. Oh, don't be. I'm among my brothers here. The spirit of the Cherokee surrounds this place. It feels like coming home. I only wish you could stay. I can't? Jen's spirit resides here now, but you belong in the living world. When will I see you again? When your time comes, I'll be right here, waiting for you. Until Aww. Then, we will watch over you. Tommy, it is time. Goodbye, Tommy. You've become a great man. Oh, das ist schön. Liebe über den Tod hinaus. So eine schöne Lektion. Ah, und jetzt der Endsong. Hammer. Richtig geile Mucke. Wirklich unglaublich, dass das Spiel damals fast relativ zeitgleich mit Doom 3 rausgekommen ist. Ich glaube sogar ein bisschen früher. Oder früher oder später? In etwa, ja. Naja. Und die Szenenbilder auch nicht übel. Wobei, teilweise haben sie es schon ein bisschen zu gut gemeint. Zum Beispiel diese riesigen Akupunkturnadeln. Naja.
Aber man muss echt sagen, für die damalige Zeit, was hatten wir alles? Wir hatten Schwerkraftspielerei, dann noch relativ clevere Gegner. Also sie sind ausgewichen, wenn man auf sie geschossen hat. Und haben sich auch Sachen ausgedacht, wie zum Beispiel hinter Ecken springen und so. Ja, und dann eben noch die Portale. Wobei es wirklich erstaunlich ist, dass die Portale vor Valves Portals rauskamen. Viele haben mich ja gefragt, kam das eigentlich vor Portals raus? Yep, kam es. Und was sagt uns das? Valve hat geklaut. Aber ganz kräftig. Ja, ein richtig geiles Game. Ich habe echt gedacht, ich würde länger brauchen. Also wenn ich mal überlege, wie lange ich früher immer rumgedödelt bin, um mal alles zu wissen. Ja, also das ging jetzt relativ schnell. aber richtig schönes Game. Schöne Abwechslung, zum Beispiel ja, hier diese Flugpassagen in den Außenröhren, wo man schön das Weltall noch sehen konnte. Dann zum Beispiel die Stellen, wo man das Flugzeug hat abstürzen sehen. Ja, und unsere kleine Inka-Tussi hier. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sowas wie ein Inka darstellen soll. Ich habe keine Ahnung. Aber im Prinzip richtig schön gemacht. Immer wieder alle paar tausend Jahre ein paar Leute geklaut zum Fressen. Und aus denen, wo sich retten konnten, ist dann eben dieser Widerstand entstanden. Im Prinzip eine richtig schöne Sache. Ah, ja. Aber das, was sie mit Chen gemacht haben, das ist ja wirklich fies. Ich meine, wir müssen sie umbringen. Ist das nicht richtig Arschloch-like? Ich habe die Kleine richtig gern gehabt. Der Opa. Ja, Opa wird schon richten. Aber es ist eigentlich schon eine richtig lustige Idee gewesen, dass die Gegner einen sogar bis in die Geisterwelt verfolgen können. Wie das dann auch noch erklärt worden ist, im Prinzip, die große Chefin war im Prinzip dasselbe wie wir. Ein Kämpfer, der sich bis zum Ende durchgekämpft hat und dann eben auf Hart und Hart dann eben die falsche Entscheidung getroffen hat und eben den Job vom Kiba annahm. Naja, nicht wirklich vom Kiba, eben vom Kern. Und den Kiba als Haustier hielt. Aha. Ah ja. So, da sehen wir Tommy nochmal richtig cool in Szene gesetzt. Das ist doch geil. Yeah. Ja, und jetzt kommt noch eine Kleinigkeit, wenn ich es noch richtig weiß. Schauen wir doch mal. 6 Monate später. Aha. Alles schön aufgeräumt. Operations continue on the state capitol building. Oklahoma City Mayor Tom Jackson was at the site today, commemorating the anniversary of the still unexplained natural disaster that struck the region 6 months ago. State capitol building is a symbol to the great people of Oklahoma, representing our indomitable spirit in the face of nature's wrath. Today, we not only restore a building, we restore a community. The White House has yet to issue an official report on the events of 6 months ago, claiming all findings are sealed, pending further investigation. Next on Science Week, special guest Professor Greta Caldwell from Normal State University will discuss her theories connecting solar. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen weiter an. Ja, was? Was steht da? Aha. Was ist mit dem Radio los? Are you still open? Eloise? Greetings, Tommy. Hallo. I thought you were dead. How did you escape? The portal we built worked. But not the way we expected. I was rescued by powerful beings. They've taken notice of you and have sent me to find you. What are you talking about? No one knows what I did up there. Not on this world, no, but your actions are well known elsewhere. These beings are very anxious to meet the great Domasi Tawudi. Cool. Let me introduce you. Come. Ich bin ein Promi. Geil. Okay, Schraubenschlüssel noch? Komm schon, gib mir den Schraubenschlüssel. Manu, ich wollte hier eigentlich noch die Bude aufräumen und, naja, okay. Hopp! Yay! Und?
Ja, ich freue mich so drauf, wenn der zweite Teil endlich rauskommt. Oh Mann, ein geiles Game. Ja, das war's mit Bray. Einem der verdammt nochmal geilsten Spiele, die es je gegeben hat. Ich freue mich wirklich schon auf die zweite Fortsetzung. Besser gesagt, auf die erste Fortsetzung. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich so am Labern bin. Ich bin alter Mann, ich bin gerade wieder hin und weg und baff und überhaupt Pillepalle, Schnullerbacke. Kann man mir das verübeln bei einem so richtig guten Game? Naja. Ja, wir haben Bray geschafft. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an dem Spiel wie ich. Viel zu sagen habe ich jetzt eigentlich nicht mehr, außer bye bye. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an den folgenden Projekten und an den laufenden wie an diesem hier. Ja, und wir sehen uns bald wieder bei dem nächsten Projekt, was kommen wird. In diesem Sinne, bye bye.